Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Ja, ihr habt es bereits am Titel gelesen, beziehungsweise auf den Thumbnail gesehen. Heute gibt es was sehr, ich sag mal, Extravagantes. Wie soll ich sagen? Ich war mal wieder auf Amazon unterwegs, so wie ich es manchmal bin, und irgendwas suche, was man vorstellen kann, was ganz witzig wäre, so im Video mal. Was einfach, ich sag mal, Müll ist, beziehungsweise was jetzt nicht das ist, was ich eigentlich haben will. Oder sagen wir mal eher, nicht das den Sinn erfüllt, aber man es ja dafür nutzen könnte, beziehungsweise was einfach nur witzlos ist. Ne? Ich war unterwegs auf Amazon und habe was gefunden, was ich euch jetzt vorstellen werde und wir damit rauchen werden. Das verspreche ich euch. Als ich das Ding bestellt habe, ich zeige es euch gleich, habe ich mich gewundert, als ich die Sendungsverfolgung, da stand nämlich nachts um 3 Uhr, Paket wurde losgeschickt. Dachte ich mir, nachts um 3 Uhr, das kann ja gar nicht sein. Wann soll denn das da losgeschickt worden sein? Dann hätte ich ja also mitkriegen müssen. Das kann ja eigentlich nur am Tage sein, wenn es aus Deutschland kommt. Dann habe ich gesehen, dass diese Stadt, woher das kommt, irgendwie Yingsarzum hieß. Da dachte ich mir, okay, kopieren, gibst du bei Amazon, gibst du bei Google ein. Google hat mir gesagt, das liegt mitten in China. Und dann habe ich nach 20 Tagen ein Paket aus China bekommen, wie wir dort sehen. Das war mein Mikrofon, da sehen wir China, da. Und da habe ich ein schönes Paket bekommen. Das sieht so aus und da drin war dann mit ein bisschen Folie, ne, 20 Tage hat es gedauert, eigentlich relativ schnell, diese Wasserpfeife drin. Ein Totenkopf mit einem kleinen Schlauch dazu. Sieht mehr aus, als wenn man das für Gras benutzen kann. Gut, ich werde das versuchen, irgendwie für so eine Shisha umzubauen. Dann war hier ein bisschen Luftpolsterfolie drin. Das ist die, die um das Paket war, also nicht viel. Und hier das, was um die Pfeife drum war, so ein bisschen. Ansonsten ist der Karton leer. Ansonsten war nur dieses schöne Teil hier dran. Und zwar ein wunderschöner Totenkopf. Eigentlich sieht das auch so aus. Wupp, eigentlich steckt das ein bisschen weiter drin und wir haben hier eine, wie hier drauf steht, Wasserpfeife, New Water Pipe. Also ich muss noch mal kurz den Karton zeigen, vom designlichen Aspekt, New Water Pipe, New Water Pipe, New Water Pipe, New Water Pipe. Hier oben steht auch nochmal New Water Pipe, unten steht es nicht. Okay, schade. Aber wir haben hier eine Wasserpfeife. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Kopf sieht ein bisschen aus wie von einer Bong. Ich weiß es nicht, da ist eigentlich so ein Sieb drin. Ja gut, es kam halt an und als es dann so da war, dachte ich mir, was hast du da wieder für eine Scheiße bestellt? Aber gut, Totenkopf, Wasserpfeife. So sieht die ganze Sache aus, ein wunderschöner Totenkopf, kann man auch so hinstellen, leider nicht gerade. Wenn ihr da auch mit rauchen, hier sehen wir mal einen wunderschönen Totenkopf. Hier haben wir die Augen, die Zähne, hier haben wir die andere Seite. Dazu ist halt ein Kopf oben. Der ist direkt an einem Taucher dran. Ich ziehe das einfach mal hier raus. Der ist direkt an einem Taucher dran, in so einem Gummi. Das Taucher ist auch... Ja gut, da würde nicht mal eine Bleistiftmine durchpassen. Doch würde es, aber gut. Dann kann man das Ganze hier auftrennen, den Kopf. Wahrscheinlich, um das da drin sauber zu machen. Und das kann man hier auch nochmal auseinanderschrauben. Ich muss euch eigentlich hier nicht viel groß zeigen, weil es ist mehr ein Spaß, als dass die ganze Sache hier ernst ist. Aber man muss es natürlich auch fein säuberlich raufschreiben, weil sonst kann ich das Ding nochmal bestellen und kann nochmal 20 Tage warten. Was schätzt ihr, was die ganze Sache gekostet hat, Freunde? Was schätzt ihr denn? Bevor ich sage. Hier haben wir uns nochmal so einen Gummifroppen. Hier ist einfach nur der Schlauch ganz provisorisch so drin. Ein großes Loch, ein kleines Loch. Und das große kommt die Rauchsäule, beziehungsweise das Tauchrohr. Und hier kommt einfach nur der Schlauch rein mit einem ganz einfachen Mundstück dazu. Ich bin gespannt, ob es funktioniert, Freunde. Ich kann es euch nicht sagen, ich habe es noch nicht probiert. Schauen wir einfach mal. Die Sache kostet 11 Euro. Mit oder ohne Versand, Freunde. Ja, 11 Euro ohne Versand. Also alleine der Versand aus China sind doch schon 11 Euro, oder? Bin ich jetzt völlig bescheuert, aber der Versand aus China sind doch bestimmt schon 11 Euro. Wir werden jetzt mal hier Wasser reinmachen. Das Ganze hier rauf machen. Aber wir werden das jetzt nicht in diesem wunderschönen Kopf dann rauchen. Ich habe mir da was anderes überlegt, wie wir das Ganze vielleicht aufpimpen können. Da denkt man, es klopft an der Tür, aber es ist nur die Nachbarin, die die andere Tür geschlossen hat, also ihre. Gut, also ich habe mir gedacht, wir nehmen einfach den Kopf. Ich nehme hier, hau hier zwei Kopfdichtungen rein, damit das hält, weil mit einer würde das nicht halten. Ich nehme mir einfach das Stäbchen hier oben, den Kopf, ist ja scheißegal, Hauptsache ist dicht, und stopp die Scheiße einfach hier rein. Mit aller Gewalt. So, stopp das einfach hier rein. Na, das geht auch noch ein bisschen weiter rein. Na, willst du jetzt wohl hier?
Genau, stopp die ganze Sache hier rein, dann sieht das Ganze so aus und steckt das dann wieder hier rein. Fein säuberlich, so, nicht zu nah nach unten, dass der Schlauch nicht abknickt und steckt die ganze Sache dann hier rein. Und dann rauchen wir mal mit dem Ganzen. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Das ist ein bisschen gepimpt. Ich lasse mich überraschen, Freunde. Also, gehen wir mal zum Rauchen. Freunde, da sitzen wir auch schon mit dieser durchaus hochwertigen Pfeife. Mal schauen, was die so kann. Kronen sind drauf vom letzten Kopf noch. Sind auch halb groß ungefähr. Kopf ist gebaut mit der Daya Swiss Passion, glaube ich. Und dazu Wasser drin, ganz normal. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal einen ordentlichen Zug hier. Funktioniert, würde ich sagen. Man kann jetzt zwar nicht ziehen wie ein Louis hier dran, aber es ist, ja, was soll ich dazu sagen? Ihr seht ja, wofür ich ziehen muss, für wie viel Rauch. Es ist für mich persönlich, natürlich ist das nur ein Trash-Video, natürlich, Freunde. Es ist natürlich einfach nur ein kleiner Spaß mal wieder, weil jemand hatte mal geschrieben, stell doch mal wieder irgendeine Pfeife vor, eine Einwegpfeife oder so. Ich war, wie gesagt, auf Amazon unterwegs, habe eine gesucht und dann ist mir halt die ins Auge gesprungen und ich fand die vom Design nicht einfach schön und bei mir wird sie auf jeden Fall einen Platz auf der Vitrine finden oder auf dem Schrank, weil sie vom Design nicht einfach, das sieht mega cool aus mit diesem, also mit diesem Totenkopf, das sieht mega cool aus, auch die Farbe, es gibt es auch noch in anderen Farben, irgendwas in Orange, Lila und Rot, Grün oder so. Ich finde sie von der Farbe einfach mega cool und deswegen wird sie bei mir einfach nur auf dem Schrank einen Platz finden für dieses Designliche. Ne? Also nimmt das bitte nicht zu ernst, wie manche Sachen auf meinem Kanal. Manche Sachen nehmen ja manche Leute sehr, sehr ernst. Aber gut, Freunde, von mir aus, wie gesagt, es ist nur ein Spaß. Ich finde es mega witzig, also auch, dass es so funktioniert, so wie ich es mir dachte. Ich wollte jetzt nicht diesen da einen Gramm Kopf nehmen, sage ich mal. Ich habe jetzt hier einen ordentlichen Kopf raufgehauen mit Kaminaufsatz und die Sache läuft. Natürlich könnte man auch noch viel bessere auch Ergebnisse erzielen, wenn jetzt richtig große Kohlen drauf sind. Aber wenn jetzt die kleinen Kohlen mir runterfallen, weil das hier irgendwas nicht hält oder so, ist es mir nichts, ist es nicht so schlimm, als wären da jetzt große Kohlen drauf, Freunde. Das wäre viel, viel schlimmer. Aber wir können aber noch mal einen Zug nehmen. Wie ihr auch vielleicht seht, ist hier manchmal so ein Wassertropfen, der so hinkommt. Ich habe vielleicht einen Schluck zu viel Wasser drin. Kann natürlich sein, weil ich hier ein bisschen Abstand haben musste und deswegen mehr Wasser drin. Aber das feuchtet so ein bisschen die Lippen an, wenn ziehen. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, wie gesagt, es ist. Huiuiui, jetzt ist er extrem geschmacksintensiv. Wie kommt das denn? Das ist natürlich komisch, wenn man hier auch ein bisschen was am Kopf macht, sehen wir. Also, das ist schon ein ordentliches Wackelparadies hier. Für so wenig Rauch habe ich jetzt bestimmt 10 Sekunden gezogen. Sagt Freunde, es ist von mir nur ein kleiner Spaß. Und mal gucken, was ich noch so finden werde. Ich werde auf jeden Fall noch Ausschau halten, die Augen offen halten für noch mehr Müll. Aber dass das echt aus China kam, das ist schon. Ich habe noch nie was aus China bestellt, aber irgendwann ist immer das erste Mal, sage ich mal, Freunde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Check links in der Beschreibung. Das Ding ist natürlich in der Beschreibung verlinkt, wer sich das wirklich holen will. Ich finde es für Deko, für 11 Euro finde ich es cool. Also für 11 Euro Deko, so finde ich es extrem geil. Kann man vielleicht auch eine Pflanze reinstellen oder so, wenn man das oben weglässt. Oder man nimmt den Korken, keine Ahnung, für was anderes, jetzt warum Löcher drin, aber scheiß drauf. Ja, wie gesagt, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, ich wünsche guten Rauch. Und zum Schluss ziehen wir mal nochmal. Vielleicht kann ich so lang ziehen, wie die Endcut geht. Also, auf geht's.
Da kam ja wenig Rauch. Sieg vor der Hand, dass die Kohlen zu weit am Ranzen. Aber Freunde, haut rein, wir sehen uns.